Willkommen im Ars Electronica Center. Mein Name ist Katrin und ich werde Ihnen heute den CNN-Tisch nochmal zeigen. Und zwar mit dem Fokus darauf, auf Bilderkennung und was KI-Systeme bei Bilderkennung oft falsch machen. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt schon vor unserem CNN-Tisch. CNN heißt Convolutional Neural Network. Und was das bedeuten soll, also CNN ist im Prinzip eine eigene Art und Weise von einem KI-System, also eine Anwendungsweise oder eine Arbeitsweise. Und zwar in dem Sinne, dass CNN, Convolutional Neural Networks, auf Deutsch heißt es so viel wie gefaltete neuronale Netzwerke, sehr gut für Objekterkennung und Bilderkennung funktionieren. Und warum ist das der Fall? Weil eben viel Information komprimiert wird und das dann in der Rechenleistung einfach schneller funktioniert. Wir werden uns das jetzt gleich anschauen, wie das funktioniert bei uns. Und zwar mit dem ersten Beispiel, und zwar dem Zebra. Ich habe hier meine Kamera, die eben abfilmt, was ich auf den Tisch stelle. Und hinter mir läuft gerade die Verarbeitung ab. Also im ersten Bildschirm haben wir den Start. Und was das bedeuten soll, also hier haben wir das Grundbild und ganz am Ende haben wir dann das Ergebnis. In dem Fall funktioniert das recht gut. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird dieses Bild als ein Zebra erkannt, mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit als ein Dalmatiner. Was wir da jetzt schon mal sehen ist, was man auch schon ein paar Mal gehört hat, wenn man sich die vorherigen Home Deliveries angesehen hat, KI-Systeme sind keine Garantie, also die geben nie eine Aussage ab, die sagt, das ist ein Zebra zum Beispiel, sondern mit 90%iger Wahrscheinlichkeit ist das ein Zebra. Wahrscheinlichkeit ist nie gleich Null, dass was anderes sein kann. Aber wie funktioniert das jetzt genau? Also die Kamera nimmt dieses Zebra auf. Dieses Bild, das da aufgenommen wird, besteht aus Pixel. Also die Pixel sind ja die einzelnen Bausteine eines Bildes. Und diese Pixel sind auch die Grundlage davon, mit was das KI-System arbeiten kann. Also es ist der Input. Und wenn wir da mal rüberschauen, sehen wir, dass diese Bilder alle in Schwarz-Weiß sind. Und außerdem sieht man auch noch ganz gut, ganz am Anfang kann man das Zebra immer noch erkennen. Je weiter wir uns in diesem Prozess fortbewegen, desto schlechter wird das Zebra irgendwann erkannt, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt, also in der 12. Schicht, kann mir keiner erklären, dass man das Zebra überhaupt noch erkennen kann. Ich habe jetzt von einer 12. Schicht gesprochen, also wie alle künstlichen neuronalen Netzwerke ist auch das CNN, also das Convolutional Neural Network, in verschiedene Schichten aufgeteilt. Je mehr Schichten das es gibt, desto langsamer funktioniert zwar das neuronale Netzwerk oder das KI-System, aber auch desto genauer kann es überhaupt funktionieren. Man fängt an in dieser Bilderkennung nicht mit dem Gesamtbild, sondern man kann sich das so vorstellen, dass so ein kleines Raster über diese Pixel drüber geht und sich dann anschaut, wo Schwarzwerte oder Weißwerte sind zum Beispiel und die dann zu Formen verbindet. Also am Anfang dieses Prozesses wird das Bild nur ganz grob gescannt, auf Linien und Rundungen zum Beispiel. Und je weiter man dann in diesem Prozess fortschreitet, desto spezifischer werden die Dinge, auf die untersucht wird. Zum Beispiel auf die Struktur, auf die Gesamtform. Gut, wenn das Bild dann analysiert wurde, wenn man so möchte, woher soll das KI-System dann trotzdem wissen, dass das jetzt ein Zebra ist und dass das ein Tiger ist? Wir haben ja hier keine Größenverhältnisse. Wir haben zwei Tiere, die von der Form jetzt nicht extrem ähnlich sind, aber doch gewisse Ähnlichkeiten haben. Aber woran das jetzt liegt, dass ein Zebra hier erkannt wird, und schauen wir mal, hier ein Tiger
Ja, jetzt aber nicht mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit übrigens. Jetzt sind wir bei der Mausefalle. Jetzt sind wir wieder beim Tiger. Es liegt am Datensatz, also an diesem Lehrbuch, mit dem das KI-System trainiert wurde. Was da vielleicht auch noch ganz interessant ist, ich habe ja jetzt schon ein bisschen herumgespielt mit der Positionierung von diesem Löwen, damit wir da jetzt überhaupt einen Löwen als Ergebnis bekommen. Das ist noch ein interessanter Faktor, den wir uns ein bisschen später noch genauer ansehen werden. Vielleicht können Sie ja selbst schon mal überlegen, an was das liegt, dass ich da jetzt die Position verändert habe, warum funktioniert das manchmal besser und manchmal schlechter. Also Auflösung in etwa 2 Minuten, aber gerne schon mal vorkommentieren, wenn Sie möchten. Punkt ist, unser KI-System, das wir hier haben, ist wie jedes KI-System auch mit einem Datensatz trainiert worden. Den Datensatz, den wir hier verwenden, der kommt von ImageNet und in dem Datensatz sind bei uns jetzt insgesamt ca. 1 Million Bilder. Wir haben 1000 verschiedene Kategorien, also Zebra, Elefant, Löwe und so weiter. Und wir haben von jeder Kategorie 1000 Bilder, das heißt 1000 Bilder von Zebras. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich beim Löwen die Position immer verändert habe. Wir haben 1000 Bilder vom Löwen, aber aus welcher Position? Also wenn das KI-System keine Fotos von Löwen von hinten kennt oder noch nie einen Löwen von hinten gesehen hat, dann bekommen wir so ein Ergebnis und zwar ist da die höchste Wahrscheinlichkeit der Hammer. Löwen sehen für mich auch von hinten nicht wie Hammer aus oder wie, ich glaube, ein Holzlöffel ist die zweite Variante. Löwe sieht für mich auch nicht wie ein Holzlöffel aus. Aber in allen Bildern, die das KI-System bekommen hat, herrscht da die größte Ähnlichkeit. Und man hat es auch kurz gesehen, wenn ich den Hintergrund verändere, verändert sich auch die Wahrscheinlichkeit von den Ergebnissen, die wir bekommen. Und da gehen wir gleich zum nächsten Beispiel über. Also wir haben da ganz viele verschiedene Tiere und Objekte, die man ausprobieren kann. Man kann auch Sachen aus der eigenen Tasche probieren. Plus, wir haben auch Bilder. Und das werden wir jetzt gleich einmal ausprobieren. Weil wir schon in der Tierwelt sind, machen wir da auch gleich weiter. Und wir haben da einen Tiger. Mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist da jetzt ein Tiger erkannt worden. Zweithöchste Wahrscheinlichkeit ist eine Tigerkatze. Generell ist es so, dass diese Bilder besser erkannt werden als die 3D-Objekte, die wir haben. Was daran liegt, also prinzipiell das System kann ja nur 2D erkennen, also das wird ja dann in ein Bild umgewandelt und nicht in eine dreidimensionale Figur. Plus, das ist jetzt ein perfektes Bild von einem Tiger, also ein Stockfoto, wie es besser nicht sein könnte. Wir haben einen super Hintergrund, also den natürlichen Hintergrund eines Tigers, wo er sich bewegt. Und wir haben eine Frontalansicht, also man erkennt sehr viele unterschiedliche Aspekte eines Tigers. Ändert sich natürlich auch wieder die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt weiter nach hinten gehe, dass mehr von unserem Hintergrund dabei ist. Und das hat dann zur Folge, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Tiger ist, ein bisschen absinkt. Gut, also wir haben unterschiedliche Faktoren jetzt schon mal gehabt, die dafür zuständig sind oder die Gründe sind, warum KI-Systeme im speziellen Bilderkennung nicht immer so gut funktioniert. Also es heißt, unterschiedliche Positionierungen von den Objekten, die erkannt werden, einfach weil es da keine Vergleichsdaten dazu gibt. Und andererseits auch, und das werden wir uns da jetzt anschauen, in dem Taxi. Das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Taxi. Sieht man hier ganz gut. Also wenn wir da nochmal genauer hinschauen. Zweithöchste Wahrscheinlichkeit ist ein Schulbus. Und warum ist das so? Also Taxi ist eh klar.
Wir sehen ja auch, dass das ein Taxi ist. Aber warum kann es auch ein Schulbus sein? Erstens mal, wir sind da ganz offensichtlich in den USA. Auf dem Bild steht oben New York City Taxi. Und in den USA sind ja auch die Schulbusse gelb. Das heißt, das kann ein Faktor sein. Außerdem sind ja Schulbusse auf der Straße unterwegs, genauso wie ein Taxi. Also das sehen wir hier auch ganz gut. Und je näher ich rangehe, desto höher wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt ein Taxi ist. Jetzt sind wir schon fast bei 100%. Was ich hier aber ganz interessant finde, ist, die Taxis, die es in New York gibt, gibt es zum Beispiel in Österreich nicht oder gibt es in lateinamerikanischen Ländern nicht. Bei uns sind die zum Beispiel nicht gelb. Also bei uns gibt es oben auf dem Taxi ein Schild drauf, da wo Taxi oben steht, und das kennzeichnet ein Auto für uns als ein Taxi. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie der Datensatz im Speziellen aussieht, den wir da verwendet haben. Aber nachdem da ein Taxi aus New York so gut erkannt wird, gehe ich davon aus, dass sehr viele Bilder von einem New York-Taxi verwendet wurden. Aber wie bereits erwähnt, in London haben Taxis eine ganz spezifische Form, sehen ganz anders aus. Frage, wird dann dieses Taxi aus London so gut erkannt werden, wenn der Trainingsdatensatz aus Taxis aus London besteht? Und da kommen wir jetzt schon zu einem weiteren Problem von KI-Systemen. Das habe ich schon in einem vorherigen Home Delivery angesprochen, und zwar sind das die Datensätze. Punkt 1, wer hat die Datensätze trainiert? Ich finde, das ist hier schon mal ganz gut ersichtlich, dass das alles auf Englisch ist erstens mal. Das heißt, der Datensatz, der trainiert wurde, der ist auch auf Englisch. Es gibt auf Deutsch Wörter, Objekte, die vielleicht im englischsprachigen Raum nicht so geläufig sind. Und wenn die Personen, die manche Objekte vielleicht gar nicht kennen können, denen kann man wenig Vorwurf machen, dass sie diese Objekte dann nicht in den Datensatz mit reinbringen. Also zum Beispiel, ich weiß, dass in Lateinamerika, wenn wir beim Taxi-Beispiel bleiben, in Lateinamerika gibt es nicht nur normale Taxis, sondern gibt es auch so kleine Tuk-Tuks, also so kleine Mini-Autos mit drei Rädern, und die sind genauso Taxis, also öffentlicher Verkehr. Bei uns, also die würden dann zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht erkannt werden, was jetzt in diesem Kontext nicht so sehr stört, aber in anderen Kontexten durchaus schwierig sein kann. Auf diese Schwierigkeiten werde ich dann gegen Ende hin nochmal eingehen. Aber zurück zu diesem Beispiel. Also wir haben bei den Datensätzen das Problem, wer macht die und welche Lebenserfahrungen haben diese Menschen gemacht, dass die überhaupt bestimmte Objekte betiteln können und überhaupt auf die Idee kommen, diese Objekte in den Datensatz mit einzubringen. Ganz gutes Beispiel in dem Fall ist auch, Hochzeitskleider sehen auf der ganzen Welt anders aus. Wir haben im Museum einen anderen Ausstellungsbereich, wo man das auch ganz gut sieht, dass ein KI-System ein westliches Hochzeitskleid super als Hochzeitskleid erkennt und ein indisches Hochzeitskleid, das nicht weiß ist, das verschiedene Farben hat, sehr bunt ist, wird als Kostüm erkannt. Also wir haben beide Bilder, sollten eigentlich das gleiche Ergebnis bringen, tun sie aber nicht. Und das liegt einem zweiten Problem des Datensatzes, und zwar, dass dieser Datensatz ja von Menschen generiert wurde. Das heißt, wir kommen wieder zu diesem Menschenproblem zurück, also man merkt schon, das KI-System ist nicht das Problem, der Mensch ist das Problem bei all den Fehlern, die es da gibt. Wenn man so ein Bild falsch beschriftet, also das System lernt ja, dass das ein Tiger ist, weil bei den 1000 Bildern die Betitelung Tiger hinterlegt ist, dann, wenn das jetzt als, keine Ahnung, Panther hinterlegt wird, dann bringt das natürlich ein falsches Ergebnis. Und in dem Sinn möchte ich jetzt noch ein letztes Bild oder ein letztes Objekt zeigen, und zwar unseren Eisbären. Ist aber kein normaler Eisbär mehr.
stellen wir den einmal ein bisschen frontaler in die Kamera. Und was man jetzt ganz gut sieht, und da werden wir jetzt nochmal zum Bildschirm zurückschauen, ist, da ist nirgends mehr die Kategorie Eisbär ersichtlich. Wir sehen dann nur mehr die Kategorie Tigerkatze und Tiger ist sehr, sehr hoch. Für uns alle ist es irgendwie klar, dass das keine Tigerkatze ist, sondern dass das ein Eisbär ist, wo einfach irgendwer Streifen drauf gemacht hat. Und diese Streifen verwirren das KI-System so, dass es nur mehr eine Tigerkatze erkennt. Weil natürlich in dem Grunddatensatz, der zur Verfügung steht, keine Bilder von Eisbären drinnen sind, die Streifen haben. Woher soll das System das dann auch kennen? Also funktioniert so leider nicht. Prinzipiell, und jetzt kommen wir zu diesen Anwendungen, die aus dem Bereich, was wir hier haben, also wo es ein bisschen auch um Spaß, um Ausprobieren geht. Da kommen wir jetzt einmal heraus und schauen uns Anwendungen an, die es im richtigen Leben gibt und KI-Systeme, die Objekte erkennen oder Bilderkennung haben, werden sehr stark auch in der Medizin eingesetzt zum Beispiel. Und da kommen wir auch wieder auf dieses Problem vom Datensatz zurück. Also eins davon, ein Anwendungsbereich sind Melanome, Melanomerkennung. Also wo man sich anschaut, ob ein Muttermal gefährlich ist, ob man Krebs hat oder nicht, Hautkrebs hat oder nicht. Dieser Datensatz ist natürlich, so wie im KI-Bereich sehr vieles, sehr geprägt von weißen Personen, also die den Datensatz machen, mit denen der Datensatz gefüttert wurde. Dementsprechend schlechter werden Melanome erkannt, wenn sie auf der Haut von dunkelhäutigen Menschen sind. Also da haben wir schon wieder diesen unterschwelligen Bias und unterschwelligen Rassismus mit drinnen. Wie kann man das ändern? Es müssen einfach mehr Personen, die aus unterschiedlichen Orten der Welt kommen, die unterschiedliche Lebenserfahrungen haben, in den Bereichen mitarbeiten. Und mit den Worten werde ich mich jetzt auch von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.